Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bastion. Jo, es ist schon wieder eine längere Zeit her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Von daher weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, wo wir sind. Wir haben heute den 20.10., glaube ich, ein Dienstag. Jo, und ja, es ist halt schon ein bisschen länger her und ich weiß auch nicht mehr so ganz, wie das mit der Steuerung ist und so. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin und ich weiß gar nicht, wie viel hier jetzt noch kommt, aber ich glaube, so viel ist es gar nicht mehr. So, was haben wir hier? Ach genau, ja, da war ja was. Können wir hier hin? Nee. Müssen wir hier irgendwas machen? Okay, der hat nichts zu quatschen. Ain't all that shy. Schrein, Gedenkstätte. Ich hätte ja nicht vor, hier 100% zu holen, von daher. Weil, ja gut, wenn es ein PlayStation-Spiel gewesen wäre für die PlayStation 3, dann hätte ich wahrscheinlich schon 100% geholt, aber bei Steam bin ich irgendwie nicht so Achievement geil. Ich weiß auch nicht warum. So, ich habe eben gerade gegessen. Ich bin sehr, sehr voll. Ich habe Restevernichtung gemacht. Und zwar habe ich mir zwei Hot Dogs gemacht und ein Wrap. Jo. War lecker. Shards are getting harder to find. Aber viel. So, was haben wir denn hier? Ach, jo. Schützenhügel. Haben wir da schon mal? That's Trigger Hill, where the army's elite became the finest marksman in the land. Komm, wir gehen mal auf den Schützenhügel. Armeekarabiner. Ceylonia's army only took the best, and the best of them trained on Trigger Hill. The Triggers believed they were nothing without their rifles. Ach so, möglicherweise werdet ihr jetzt hier ein paar Mal Autos vorbeifahren hören, denn die Hauptstraße ist gesperrt bei uns im Dorf und deswegen müssen die hier jetzt alle bei uns über unsere tolle Straße hier fahren. So. Okay, dann schätze ich mal, dass von da irgendwie was kommt. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht, weil wir haben auch noch nichts. Das sieht so toll aus, so ein Öhrchen. Ja. Nothing beats the feel of shooting a Ceylonian Army carbine. Okay, auf Zeit. Sometimes you had to take care to steady your shot. The Triggers had clearance to modify their guns however they chose. Some felt the course was too easy, so the Triggers spiced things up a bit. Ich hab gar keinen. Okay. Oh, das erste haben wir bekommen. Stand da jetzt schon was? 50 Sekunden. Ja gut, das ist machbar. Also zweiter Preis. Was haben wir denn? Etwas Aufwendiges, das hatten wir aber. Ja, haben wir schon viermal. Das brauche ich jetzt nicht nochmal vorzulesen. Ich möchte das gerne nochmal machen. Da muss ich dran denken, dass ich zuerst das obere Schussteil kaputt mache, weil das hat nämlich ein bisschen genervt. If you want to master the art of the firearm, then the place to go is Trigger Hill. Ich gehe da jetzt nicht hin, ich bin jetzt hier am Aufnehmen. Sometimes you had to shoot from the hip. Had to keep moving to avoid getting burned. Hundert pro 130.
The kit ain't bad, but the triggers were better. Zweiter Preis. Oh, okay, das ist so machbar. Das ist so machbar. Etwas Grobes. Hatten wir das schon mal? Ich weiß nicht. Ich lese einfach nochmal vor. Etwas Grobes. Ein Aufwertungsmaterial für die Blechmuskete. Eine Spule aus einer Edelmetalllegierung, die von Maschinisten bevorzugt wurde. Hauptsächlich bei der Herstellung von Munition und Schusswaffenmechanismen verwendet. Weiter Bescheid. Ja gut, aber wenn ich jetzt gleich nicht rumlaufe und einfach schieße, dann wird das mega easy. Und die ersten beiden, da brauche ich gar nicht zu zielen. Oder nur ein bisschen. Okay, ich muss doch zielen. Ich war gerade etwas irritiert. Ich dachte, hä, wie schon fertig? Ja gut. War jetzt nicht so gut. Aber kann ich... Ja, okay, sowas kann ich machen. Das ist schön. Mr. Turtle irritiert mich etwas. Ups. Nice. Okay, das war einfach. Also im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher gemacht haben, war das hier echt einfach. Todesauge. Aha. Dann werden wir erstmal gucken, was das Todesauge macht. Und wir werden noch ein paar Waffen aufleveln. Eben hat es aber noch nicht geregnet, oder? So, was haben wir denn hier? Was kann man denn mal? Was können wir denn mal? Armeekarabiner. Mit dem Ding schieße ich gerade, ne? Na? So. Stoßanpassung. Kugeln verursachen Rückstoß. Modifizierung der Militärelite, die das Stoßvermögen erhöhen. Was? Geschwindigkeitsanpassung. 30%igkeit beim Zielen. Taktische Modifizierung, die hatten. Ja, natürlich. Ein Schwermetall. Achso, Kavalier. Ne, Kavallerielauf. Plus 35% Schaden. Ein Schwermetalllauf, der eine überlegene Mündungsgeschwindigkeit bietet. Ideal gegen robuste Ziele. Scharfschützenlauf. 50% Zielgeschwindigkeit. Ein leichter, aber stabiler Lauf, der beim Schützen ermöglicht, ein Ziel schneller zu erfassen. Bei dem Schützen. Entschuldigung. Ja gut, wir haben ja hier haben wir schon mal plus 30. Dann nehmen wir mal das hier. Even the army never issued carbines in such fine shape. Ja, ja. Ah, hier haben wir schon überall. Da haben wir auch schon überall. Da haben wir auch schon. Auch. Okay. Ah, wir wollten noch gucken, was jetzt dieses Auge war. Tischlachskugel. Nur mal hier. Ich habe ja jetzt zwei Sachen bekommen. Durchschlagskugel, Armeekarabinerfertigkeit. Eine Spezialpatrone, die sich ins Zielobjekt eingräbt und kurz darauf explodiert. Explodiert. Einige hielten nicht viel von dieser Technik, konnten jedoch ihre Wirksamkeit nicht bestreiten. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum benötigt. Todesauge.
Armeekarabinerfertigkeit. Ein schneller, entscheidender Schuss direkt auf die lebenswichtigen Organe des Feindes gerichtet. Die Schützen der Armee setzten diese Fertigkeit in Notsituationen ein, um Schlachten zu ihren Gunsten zu wenden. Nehmen wir mal hier das Durchschlagsauge. Und wir können uns hier noch was abholen. Besiege einen Feind mit einem einzigen Intensivschuss auf extremer Distanz. Achso. The triggers, my brothers, bravest men I ever knew. Gut. Das haben wir schon. Dann nehme ich mir jetzt mal den Bringerbogen. Habe ich das schon vorgelesen? Ich hoffe einfach mal. Best not let him get too close if you only got a bow and a carbine. Was denn hier? Mit einem einzig gut gezielten Intensivschuss. Okay. Was kann man hier eigentlich noch kaufen? Gibt's hier was Neues? Etwas verkohltes Heilermed. Wiederherstellende Gesundheit durch Konter abblocken mit dem Stierkopfschild. Angereichert mit Kräutern und Vitaminen, die das Wohlbefinden fördern. Blumig duftendes Bouquet. Wird das so ausgesprochen? So, haben wir das gekauft? Ja, komm. Machen wir jetzt mal das nächste Level hier. Wir wollen hier Ewigkeiten hier rumdengeln. Colford-Kessel. Splitter geortet. Er brodelt hier in dieser unsicheren Gegend, die einst das Herz der Welt durchdrang. No risk a Colford Cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Von wegen. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gelandet sind. Und ob ich mit meinem ollen Bogen... Boom! Why Colford Cauldron here blew up way ahead of its time? Oh, the cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Das ist jetzt nicht so geil hier. Das ist plus 30% Zielgeschwindigkeit. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Wo schießt denn du hin? Mads! Wo kommt die Stinkewolke her? Hier komme ich nicht lang, gut zu wissen. Machen wir das erstmal hier kaputt. Mein Auge juckt etwas. Wunderschön. Ja gut, dann gehen wir hier lang. So in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors too. Ups. Da bin ich runtergefallen. Takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. Ja, das wäre ganz gut.
glaube, ich hätte das mit dem Bogen sein lassen sollen, was eindeutig ist. We learned an awful lot from Colfer Colfer. Oh, ein Blasebalg.